Der nächste große Boxabend live auf Sport 1 am Samstag findet in Wolfsburg eine wahre Boxgala statt. Insgesamt stehen an diesem Abend 9 packende Kämpfe auf dem Programm. Unter anderem möchte Patrick Wojcicki seinen IBF Intercontinental-Titel sowie den Titel Deutscher Meister im Mittelgewicht gegen Sven Bettman Elbe verteidigen, doch dieser kontert mit einer Kampfansage. Elbe mit Kampfansage. Sven Elbe steht am Samstag im Hauptkampf der Sauerland Boxgala in Wolfsburg 23 Uhr live im TV auf Sport 1 gegen Patrick Wojcicki und macht vorher ein vollmundiges Versprechen: Ich kann nur sagen, ich komme und will kämpfen. Und es wird ein Kampf sein, an den sich Deutschland noch lange erinnern wird. Der Berliner Elbe bezeichnet sich als motiviertesten Mittelgewichtler in Deutschland und lässt sich auch nicht von dem Umstand beeindrucken, dass der gebürtige Wolfsburger Wojcicki im Kongresspark Lokal Matador sein wird. Er ist überzeugt, sich auch in Wolfsburg die Gunst der Fans erarbeiten zu können. Ich zolle den Zuschauern Respekt und hoffe, diesen Respekt zurückzubekommen. Deshalb werde ich nicht das Gefühl haben, der Auswärtsboxer zu sein. Darüber hinaus werden genug Leute da sein, die mich anfeuern werden. Von den Fans wird es ein 50-50-Ding werden. Elbes Gegner Wojcicki, 27, ist ebenfalls in 12 Kämpfen unbesiegt, 4 K.O.-Erfolge. In seinem letzten, überaus spektakulären Fight nahm Aroni Mittag seine beiden Titel ab. Elbe gehört wie Mittag zum Viking-Team in Berlin und will Revanche für seinen Trainingspartner nehmen. Barau will deutsche Meisterschaft verteidigen. Superweltergewichtler Robert Mees will Team Sauerlands Next Wunderkind. Appas Barau, 22 Uhr live im TV auf Sport 1, vom Thron stoßen und sich den DM-Gürtel des BDBs zurückholen. Mees verlor bei seiner ersten Titelchance, als der Titel vakant war, gegen Dennis Krieger, danach entthronte Barau in Hannover Krieger. Nun fordert der Berliner Mees den Youngster von Team Sauerland zum Titelkampf. Duell der Ungeschlagenen im Schwergewicht nach seinem 10. Sieg im 10. Kampf und seinem schnellen K.O.-Erfolg über Nico Wagner, Runde 1 in Ludwigshafen, steigt Schwergewichtler Alban Pevicai wieder in den Ring. Sein Gegner ist der ebenfalls noch ungeschlagene Tscheche Dominik Musil, 20.40 Uhr live im TV auf Sport 1. Mit Nick Hannig kämpft ein weiterer interessanter Mann gegen Kyle Redfern. Die Kämpfe im Überblick. Mittelgewicht über 6 Runden, Bashirai, Deutschland, Elis YYAS, Deutschland, Mittelgewicht über 6 Runden, Aaik Marutyan, Deutschland, Ivan Murashkin, Weißrussland, Cruisergewicht über 6 Runden, Limitairi, Deutschland, István Kun, Ungarn, Mittelgewicht über 4 Runden, Simon Zachenhuber, Deutschland, Michael Mora, Nicaragua, Super Mittelgewicht über 6 Runden, Nick Hannig, Deutschland, Kyle Redfern, Vereinigtes Königreich, Schwergewicht über 8 Runden, Alban Pevicai, Deutschland, Dominik Musil, Tschechien, Mittelgewicht über 8 Runden, Dennis Radovan, Deutschland, Florian Wildenhof, Deutschland, BDB, Deutsche Meisterschaft im Superweltergewicht über 10 Runden, Appas Barau, Deutschland, Robert Mees, Deutschland, IBF Interkontinentaltitel im Mittelgewicht über 12 Runden, Patrick Wojcicki, Deutschland, Sven Elbe, Deutschland, Boxen live im TV und im Stream. Sport 1 zeigt folgende Kämpfe der Boxgala aus Wolfsburg live ab 20 Uhr, 20.10 Uhr, Nick Hannig vs. Kyle Redfern 20.40 Uhr, Alban Pevicai vs. Dominik Musil 21.20 Uhr, Dennis Radovan vs. Florian Wildenhof 22.00 Uhr, Appas Barau vs. Robert Mees 23.00 Uhr, Patrick Wojcicki vs. Sven Elbe.